Also sprechen wir darüber mit Melanie Böhr für uns an der Frankfurter Börse. Frau Böhr, was bedeutet denn jetzt diese deutliche Senkung des Leitzins durch die US-Notenbank FED? Ja, es war ja ausgemachte Sache, dass die FED die Zinsen senken wird. Aber dann kam eben, wie Sie es angesprochen haben, dieser deutliche Schritt. Die Geldpolitiker rund um FED-Chef Jerome Powell, wir haben ihn gerade gehört, haben eben den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt gesenkt. Klassischerweise sind solche Zinsschritte eher so von 0,25 Prozentpunkt üblich. Also jetzt kann man natürlich zu Recht die Frage stellen, war da das Motto, viel hilft viel? Finanzexperten sagen zumindest, man könne diesen Schritt auf zwei verschiedene Arten interpretieren. Einerseits seien das natürlich gute Nachrichten, denn offensichtlich lässt der Teuerungsdruck nach und das eben auch in den USA. Das heißt, die Inflation, die ist ganz eindeutig auf dem Rückmarsch. Wir haben es gerade eben noch mal gehört, man nähert sich dem Inflationsratenziel von 2% an. Man ist noch nicht dort, aber man nähert sich. Andererseits könnte man diesen Schritt jetzt dermaßen interpretieren, dass eben die Wirtschaft in den USA sich abkühlt. Und das heißt natürlich auch, es hängt einfach sehr viel an dieser Zinswende. Wenn die nämlich schief geht, dann könnte die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession geraten. Also das heißt ja, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst, sondern sie schrumpft. Und das würden dann natürlich viele Länder der Welt zu spüren bekommen. Niedrige Zinsen, das heißt, die Verbraucherinnen und Verbraucher in den USA können Geld günstiger sich besorgen, die Wirtschaft auch, das ist klar. Jetzt haben Sie die Inflation auch angesprochen, vielleicht klären wir das nochmal. Diese Zinssenkung, die dient ja immer auch eben dem, was Sie gesagt haben, der Inflation, die im Blick zu haben. Können Sie uns den Zusammenhang nochmal erläutern? Ja, natürlich. Also ein Mittel der Notenbanker, um eben die Inflation in den Griff zu kriegen, das sind eben die Zinsen. Das heißt, wenn die Inflation hoch ist, dann erhöht man die Zinsen. Das macht dann zum Beispiel Kredite für Unternehmen, aber eben auch für Privatpersonen teurer. Und das heißt wiederum, Unternehmen expandieren weniger. Man kühlt die Wirtschaft sozusagen absichtlicherweise etwas ab. So zumindest der Versuch. Und wir können uns das ja ganz gerne mal in der Grafik anschauen, wie die FED da vorgegangen ist in ihrem Zinszyklus. Die Zinssenkung war die erste in den USA seit der Pandemie, seit etwa 4 Jahren. Vorher hatte die US-Notenbank die Leitzinsen in 11 Schritten erhöht. Jetzt also ein deutlicher Schritt runter, um 0,5 Prozentpunkt, um die Inflation runterzudrücken. Und das hat die FED eben auch geschafft. Man hat die Inflationsrate runtergedrückt. Man nähert sich dem Ziel von 2% an. Aber, und das ist ganz wichtig, man muss dazu sagen, vielleicht auch im Unterschied zur EZB in Europa, die hier natürlich auch die Zinsen gesenkt hat. Die FED hat im Gegensatz zur EZB eine Doppelaufgabe. Sie darf eben nicht nur die Inflation im Blick haben, sie muss auch immer den Arbeitsmarkt im Blick behalten. Und mit diesen Leitzinssenkungen, da wird jetzt eben ganz generell die Aufnahme von Krediten für Unternehmen, Privatpersonen tendenziell wieder günstiger. Das heißt, all das könnte eben den Konsum und am Ende damit auch die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ja, bevor wir nach Deutschland gucken und zurückgehen nach Europa, bleiben wir kurz in den USA. Viele Menschen dort gucken, also einerseits war es die Wirtschaft, jetzt gucken wir auf die Menschen. Viele dort hängen ja auch stark an Krediten, leisten sich vieles in den USA auf Pump. Was heißt jetzt diese Senkung für die? Die bekommen jetzt Kredite günstiger. Ja, in der Tat ist das so. Und dafür könnten wir uns natürlich mal genauer anschauen, wie der Konsum in den USA so aussieht. Der funktioniert tatsächlich etwas anders als den wir hierzulande vielleicht kennen. Denn viele Menschen finanzieren sich häufig eben auf Pump. Per Kreditkarte wird dort eingekauft. Und das ist tatsächlich doch deutlich anders als bei uns. Die US-Verbraucher, die hängen also am Zins, kann man buchstäblich sagen. Viele belasten ihre Kreditkarten für den täglichen Einkauf. Sie machen da aber auch eben Schulden für den Hauskauf. Das erfolgt natürlich auch per Kredit. Anders als bei uns, allerdings mit einem variablen Zinssatz, muss man sagen. Und selbst eben für das Studium, die Ausbildung, nehmen die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner horrende Summen auf. Das heißt, am Ende, wenn die Menschen aus der Uni kommen, ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann sind sie meistens zumindest hochverschuldet. Und dann starten sie erst ins Berufsleben. Und man sieht eben jetzt eines schon in den USA, die Ausfallraten bei Kreditkartenschulden, die steigen. Das heißt, durch dieses höhere Zinsniveau steigt eben auch die Zahl der Leute, die ihren Kredit am Ende nicht mehr bedienen können oder vielleicht auch bald nicht mehr bedienen können. Mhm. Auch das muss die FED bei ihren Entscheidungen natürlich berücksichtigen. Melanie, zum Abschluss gucken wir dann doch noch auf Deutschland. Was heißt jetzt diese Entscheidung der US-Notenbank für uns in Deutschland?
Naja, einiges. Also Expertinnen und Experten sagen, dass diese Leitzinssenkung der FED jetzt tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Denn wir wissen es, Deutschland ist eine Exportnation. Und da hängt einfach vieles auch an der Weltwirtschaft. Und wenn natürlich dann das Zinsniveau in den USA sinkt, dann wächst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wieder mehr Waren made in Germany nachgefragt werden. Immerhin knapp 10% unserer Exporte gehen in die USA. Das heißt, niedrigere Zinsen und vielleicht nur eine leichte Abkühlung der Konjunktur könnte dementsprechend die Nachfrage nach deutschen Autos oder anderen Konsumgütern stärken. Und das wäre bitter nötig. Die Industrie hierzulande, die bräuchte das tatsächlich. Und die Wirtschaft kommt ja hier nicht vom Fleck. Das ist Melanie. Und passend dazu kommt gerade die Eilmeldung der DAX. Der deutsche Aktienindex überspringt gerade eben zum ersten Mal die Rekordmarke von 19.000 Punkten. Auch wegen der Zinsen. Da haben wir es bei Ihnen im Bild. Danke Ihnen, Melanie Böf, live von der Frankfurter Börse, für die ganzen Einordnungen. Sehr gerne.